herzlich willkommen zu einem neuen Händlerbichlumper-Video. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich die 1000 Klimmzug-Challenge. Falls irgendwer noch nichts von der gehört hat, was ich nicht glaube, ich werde versuchen, in einer Stunde einfach so viele Klimmzüge wie möglich schaffen. Ich bin jetzt vorher gerade aufgestanden und deswegen werde ich mir jetzt nur Frühstück gönnen. Apfel und eine Banane und dann nur einen Kaffee trinken. Und ich habe mir überlegt, zurzeit passiert ziemlich viel Scheiße auf der Welt. Und jeder spendet bei der Challenge, deswegen habe ich mir gedacht, pro Klimmzug, was ich schaffe, werde ich auch 1 Euro spenden. Nur ich werde es nicht in einer Organisation spenden, sondern ich werde einfach Essen drum kaufen und werde es dann einfach verteilen an Leute, was vor Geschäften manchmal stehen oder irgendwelche Obdachlosen zum Beispiel. Und was ich auch nochmal sagen will, riesen Respekt am Sascha Huber. Er hat ca. 800 Klimmzüge, glaube ich, geschafft und das ist schon komplett geisteskrank. Und auch, dass er immer solche Challenges in die Welt wirft. Es motiviert einfach Millionen von Leuten und es wird auch viel gespendet dadurch und ist eine extrem gute Sache. Gerne unterstützt, deswegen mache ich mit Sascha Army. Und wie viel glaubst du, dass ich schaffe? Oh. Ich habe mir jetzt alles zusammengepackt, seht ihr, oder? Und jetzt geht's auf zum Calisthenics-Pack. Gut. So, let's go. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich habe jetzt da nur die Atomuhr hingestellt, dass ihr seht, dass ich auch nicht schon mit. Dann nur Wasser und Zettel und Stift zum Mitschreiben. Bis 11.20 Uhr werde ich mich noch aufwärmen. Und dann werde ich anfangen, eine Stunde lang Klimmzüge zu machen. Ich werde dann, wenn ich es schneien und die Klimmzüge genau nachzählen. Falls ich mich jetzt verzögere, aber nur mal zur Sicherheit. Dann let's go! So, es geht jetzt los. Ich werde jetzt immer 3 Klimmzüge machen und dann kurz Pause. Und mal schauen, wie lange ich es schaffe. Extra Gewicht nur loswerden. 7 Minuten sind jetzt vorbei, ich brauche jetzt nur 4 Klimmzüge und dann bin ich auf 50. Stück noch, dann habe ich 100. Falls sich ihr fragt, was das jetzt für ein heftiges Lied war, euer Homie hat vor ein paar Tagen sein erste EP rausgebracht. Checkt es alle, erster Link in der Videobeschreibung. Und mich würde es freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann seht ihr noch, wie ich die ganzen Sachen verteile. Вчера, сука, хочет меня. Лепим на блоке ута. Мы парни с роком ута. Вырос рано, когда на мне крыха не майка. Я высокий хайка. Больше зелени кушкай. На мне денежки и пай. Я не denkt sich einfach so, du jetzt alt wird. Das ist gut, eine gute Landluft, jawohl. Superhol, я кончаю прям нее и краю, я мам баскетбол. Wenn ich mich nicht verzählt habe, fangen wir jetzt nur 2 auf 200. Das war schon stark. Aber jetzt wird es schon schwierig. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, need to move on.
be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Boah. So, falls ich mich nicht verzögert habe, müssen es jetzt 300 gewesen sein. Auf jeden Fall stark. Ich habe jetzt noch 1 Minute. Ich mache jetzt nur ein paar. Und der letzte. Boah. Geschafft. Ihr seht es da. Um 11.20 Uhr habe ich angefangen. Jetzt ist es 12.20 Uhr. Ich habe mir jetzt mein ganzes Zeug zusammengepackt. Jetzt fahre ich heim. Auf jeden Fall 300 Klimmzüge, falls ich mich nicht verzögert habe. Auf jeden Fall werde ich 300 genau spenden. Ich werde um Essen kaufen und dann einfach ausleihen. Weil ich denke mir so, uns geht es eigentlich extrem gut. Schau auch, dass ich überhaupt so trainieren kann. Keine Ahnung, andere können nicht einmal so ganz normal auf dem Spielplatz gehen, ohne dass sie jetzt Angst haben müssen, so um meiner Leben. Und keine Ahnung, da möchte ich auch ein bisschen was zurückgeben. Ja, fix. Beim Sparta sitzt immer so ein Prä. Er hat hartes Schicksal auch hinter sich. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt dann fragen, ob er was zum Essen will hat. Dann werde ich ihm das kaufen und dann werde ich in den Sackerl dazu noch 50 Euro, glaube ich, dazulegen. Und ja, dann wird er sich sicher freuen. Hallo, wie geht's? Willst du was zum Essen oder trinken? Ja, aber Käse, Leberkäse. Käse, Leberkäse? Ja, passt. Ich habe jetzt da das Leberkäse, sag mal, was er wollte. Ich mache das jetzt auf, weil da jetzt 40 Euro rein. Die habe ich nur in der Jackentasche gehabt. Und dann füllt das. Mahlzeit. Danke. Guten Tag noch. Tschüss. Danke. Papa. Ich habe noch 10 Gutscheine, kannst du deiner Familie was kaufen? Danke, danke schön. Gute. Danke, so deine Familie. Gleichfalls. So, der Mann. Ich habe jetzt größtenteils Nahrung und Hygieneartikel gekauft. Bisschen Trinker, bisschen Süßigkeiten, Nüsse, Eisbonbons, alles Mögliche. Ich habe eher geschaut, dass es mehr Nüsse sind, weil das sind einfach mehr Nährstoffe. Und keine Ahnung, dann kommen uns halt einfach länger aus. Ja, aber gute Sachen, Mama Waffel, lecker Brot, lauter verschiedene Sachen. Und das tue ich jetzt alles in die 5 Kisten auf da. Jetzt wird das Ganze nur schön eingepackt. Es wird jetzt ausgeteilt. Ich bin drauf gekommen, wenn ich das dann alles ausgeteilt habe, fern mir nur 30 Euro und das werde ich an Greenpeace spenden. Weil keine Ahnung, die machen auch ziemlich viel für die Umwelt und so und ist auch sicher nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was spendet. Jetzt sind wir aber 0 Euro. Good morning in the morning. Nächstes Tagel ist jetzt. Gestern bin ich nur dazu gekommen, dass ich die ganzen Sachen verpackt, wie ihr im Video schon gesehen habt, aber ich habe es leider noch nicht mehr ausstellen können. Und das mache ich jetzt heute. Ich habe jetzt alles ins Auto mal gerannt. Das meiste ist im Kofferraum und jetzt fahre ich mal nach Linz und schaue mal, ob irgendwo irgendwelche Obdachlosen und so sind. Und dann gebe ich es einer. Nummer 2, dann ist jetzt nicht direkt wer, aber da sind die Sachen von wem. Und wenn der oder die dann zurückkommt, dann freut sich sicher. So, jetzt geht's zum Hauptbahnhof. Wir sehen uns gleich dort. Das ist der Hammer, Alter. Das ist der Hammer. Nein. Da ist ein lauter Essen drin, wenn du es willst. Happy Birthday, ich hab keine Kuss. Da ist jetzt zwar, da steht es einfach nicht, die schlaft nämlich. Hallo, wie geht es dir? Hast du Hunger? Ich
habe ein Paket mit Essen gepackt und Trinken. Willst du? Trink gern. Da eine Box mit Essen. Dankeschön. 5 Jahre schon. So, ich bin jetzt fertig mit dem Austern. Also, ich habe es ja nur 2 Leute gegeben, aber die Reaktion, sagen wir mal, gesehen habe. Das war schon schön, dass sie sehr zu gefallen. 2 habe ich es gegeben, die was geschlafen haben. Und 1 habe ich es einfach so auf den Platz gelegt. Und ja, die werden sich halt dann freuen, wenn sie aufwachen oder wenn sie halt zurückkommen. Ja, dann würde ich sagen, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. War ein Video und ciao.